15. April 1995, 13.31 Uhr. Der Nahverkehrszug von Oebisfelde nach Salzwedel zockelte durch die Altmark dem Bahnhof Kunnerau entgegen. Es war meine Erstbereisung dieser Strecke. Aufmerksam blickte ich hinaus in den Regen. Ein Signal tauchte vor dem Fenster auf und ich stutzte. Abgerundete Schirme, große Sonnenblenden über den Lampen. So ein Ding hatte ich noch nie gesehen. Logisch, dass mir in diesem Moment nicht klar war, dass ich soeben meine erste Begegnung mit einem EZMG-Signal gehabt hatte. Eines muss gleich am Anfang klargestellt werden. EZMG ist kein Signalsystem, sondern eine von vielen Stellwerksbauformen, die hierzulande in Gebrauch sind. Das Ungewöhnliche daran ist, dass EZMG nicht in Deutschland entwickelt, sondern aus der Sowjetunion importiert wurde. Das gilt nicht nur für das Innenleben mit Bedienpult, Relaisraum, Stromversorgung und so weiter, sondern auch für die Außenanlagen wie Weichenantriebe und Signale. Letztere mögen dem interessierten Betrachter mit ihren ovalen Schirmen und den langen Schuten über den Lampen exotisch erscheinen. Dennoch entsprechen sämtliche Signalbegriffe denen des im Reichsbahnland weit verbreiteten HL-Systems. Aber wieso überhaupt sowjetische Signale an deutschen Gleisen? In der DDR mangelte es an vielem und von den damit verbundenen Problemen blieb die Eisenbahn nicht verschont. Die mechanischen Stellwerke waren überaltert und Ersatzteile schwer zu beschaffen. Die Bedienung war personalintensiv und Arbeitskräfte fehlten. Der einzige Hersteller von Gleisbildstellwerken, das Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin, WSSB, lieferte aufgrund fehlender Kapazitäten nur tröpfchenweise neue Anlagen. Die Reichsbahn besann sich daher des großen Bruders im Osten, der ein maßgeschneidertes Angebot parat hielt. Die elektrische Zentralisierung kleiner Bahnhöfe in Deutschland. Oder, wie der Sowjet sagt, Elektrizheskaja Zentralisatsia Malech Stanzi Germani. Und so verbreiteten sich EZMG-Stellwerke auf ostdeutschen Nebenbahnen. Den Anfang machten am 23.06.1976 die Bahnhöfe Bleicherode-Stadt und Bischofferode in der Reichsbahndirektion Erfurt. Die HL-Signalbegriffe habe ich bereits in einem Film beleuchtet, weshalb eine knappe Übersicht genügen soll. Das HL-System umfasst 17 Begriffe, wobei es ausreicht, 4 Geschwindigkeitsstufen zu verinnerlichen. Hilfreich ist, den Signalschirm gedanklich in 2 Teile zu zerlegen und die Anzeigen von unten nach oben zu lesen. Unten erscheint das am Signalstandort, also hier und jetzt, zulässige Tempo. Ein gelbes Licht bedeutet 40, ein gelbes Licht mit gelbem Streifen 60, ein gelbes Licht mit grünem Streifen 100 km/h. Leuchtet dort gar nichts, gilt die planmäßige Höchstgeschwindigkeit. Erstrahlt oben grünes Standlicht, darf auf Vmax beschleunigt bzw. diese beibehalten werden. Bei grünem Blinklicht ist sie am folgenden Hauptsignal auf 100, bei gelbem Blinklicht auf 40 oder 60 zu ermäßigen. Gelbes Standlicht bedeutet Halt erwarten. Die Anzeigen des unteren und oberen Signalschirmteils lassen sich beliebig kombinieren, was 16 Signalbilder plus das sozusagen außer Konkurrenz laufende Halt ergibt. Dieses Prinzip wurde auf die EZMG-Signale übertragen, wobei die Anordnung der Lichtpunkte konstruktionsbedingt geringfügig abweicht. Während WSSB-Signalschirme 5 große Lampen aufnehmen können, sind es bei EZMG nur 3, sodass, außer bei reiner Vorsignalfunktion, ein zweiter Schirm erforderlich wird, wobei unsere imaginäre Grenze zwischen der Rot- und der oberen Gelboptik verläuft. Die Weißlampe dient zum einen als Ersatzsignal und zum anderen als unteres Licht des Rangierfahrtsignals, für dessen Anzeige an Ausfahrsignalen eine Zusatzoptik vonnöten ist. Ein Ersatzrot gibt es nicht. Auch gelbe und grüne Lichtstreifen sowie grünes Blinklicht sucht man vergebens, weshalb weder Tempo 60 noch 100 signalisiert werden können. Da die EZMG-Technik ohnehin nur auf Nebenbahnen mit einer Höchstgeschwindigkeit von zumeist 60 km/h zum Einsatz kam, war und ist dies zu verschmerzen. Werfen wir einen Blick auf ein paar EZMG-Pulte, die sich von deutschen Relaisstellwerken in Bedienung und Aufbau zum Teil deutlich unterscheiden. Bedien- und Meldeeinrichtung sind voneinander getrennt. Der Fahrdienstleiter führt alle Handlungen mittels der vorne angeordneten Tasten aus. Betriebszustände wie Weichenlage und Signalstellung erkennt der FDL an der aufgesetzten Meldetafel mit schematisiertem Gleisbild.
Abmessung der Pulte und Bestückung mit Tasten sind unabhängig vom Umfang der Betriebsstellen bei allen EZMG identisch, wobei sich deren Einsatz auf eingleisige Strecken mit maximal 5-gleisigen Bahnhöfen beschränkt. Bei Stellwerken deutscher Produktion sind die Bedientasten im Gleisbild bei den jeweiligen Fahrwegelementen angeordnet. Hier eine Anlage der Bundesbahn aus den 60er Jahren, in der die Signaltasten rot, die Weichentasten blau und die Fahrstraßentasten grün hervorgehoben sind. Insgesamt gingen 79 EZMG-Stellwerke in Betrieb. Diese waren über große Teile der DDR verstreut, allerdings mit Schwerpunkt im Süden. Im Zschopautal zwischen Waldkirchen und Annaberg-Buchholz waren auf 30 Kilometern nicht weniger als 8 von ihnen anzutreffen. Eine hohe EZMG-Dichte bot gleichfalls die Strecke Leinefelde-Gotha mit 7 Exemplaren. Mauerfall und Wiedervereinigung wirkten sich auch auf die Stellwerksindustrie aus. WSSB wurde von Siemens geschluckt und die Reichsbahn war bei der Beschaffung neuer Anlagen nicht mehr auf die Hilfe der zerbröselnden UdSSR angewiesen, sodass eine bereits vereinbarte Lieferung von für Hauptbahnen geeigneten Stellwerken bis auf eine Ausnahme unterblieb. Das einzige entsprechend aufgepeppte EZMG wurde 1991 in Minzleben bei Wernigerode installiert. Am 16. Juni 1992 ging letztmalig ein herkömmliches EZMG in Betrieb, und zwar in Hetzdorf im Flöhertal. Auch den vorhandenen EZMG bekam der politische Wind of Change gar nicht gut. Die DDR-Wirtschaft brach zusammen und ein Großteil des verbliebenen Güterverkehrs wurde vom LKW übernommen. Mit der Industrie verschwanden die Berufspendler und wer es sich leisten konnte, nutzte fortan den PKW zur Fortbewegung. Die Eisenbahn in Neufünfland versank in der Bedeutungslosigkeit. Weit mehr als ein Drittel der EZMG verschwanden durch Streckenstilllegungen, hier rot markiert. Ein Viertel quittierte beim Rückbau von Bahnhöfen in gelb dargestellte Haltepunkte den Dienst. Jenen Anlagen, die all das überlebten, machte die Modernisierung den Gar aus. Die russischen Exoten wichen dem preiswerten Zugleitbetrieb oder elektronischen Stellwerken mit KS-Signalen, erkennbar an den blauen Punkten. Doch die dicken, dunkelgrünen Kullern zeigen, 6 EZMG-Stellwerke existieren bis heute. 3 von ihnen verfügen noch über Original-Russensignale. Im Netz der Deutschen Bahn in Nebra an der Unstrutbahn Naumburg-Wangen sowie in Feilsdorf an der Werrabahn Meiningen-Eisfeld. Bei der Deutschen Regionaleisenbahn DRE in Pretzsch an der Strecke Pratau-Eilenburg. Während in Nebra stündlich Züge kreuzen, steht Feilsdorf mit einem verbliebenen Gleis kurz vor dem Exitus und in Pretzsch sind nur sporadisch Ausflugszüge unterwegs. 3 weitere EZMG-Stellwerke lassen sich erst beim zweiten Blick auf die Außenanlagen enttarnen. Großschönau an der tschechischen Grenze und das bereits erwähnte Hetzdorf. Beide Bahnhöfe sind mit scheinbar normalen WSSB-Signalen ausgestattet, denen jedoch verräterischerweise das Ersatzrot fehlt. Gleiches gilt für Nieder-Kunnersdorf bei der DRE, wo aber bloß noch gelegentlicher Güterverkehr stattfindet. Übrigens, Kunrau ist seit langem von der Eisenbahn befreit. Dort, wo am 15. April 1995 um 13.31 Uhr meine erste Begegnung mit EZMG-Signalen stattfand, fuhr am 28. September 2002 der letzte Reisezug. Die Strecke wurde 2004 stillgelegt und flog mitsamt ihrer EZMG-Technik auf den Müll der Geschichte. Dorthin, wo mittelfristig auch die restlichen verbliebenen Exemplare dieser seltenen Stellwerksbau vom Landen werden.